war ein großer, starker Herr und sagte dann, ich bin Schauspieler und ich komme gerade vom Zahnarzt. Und dann fehlen hier drei und nun muss ich ein Provisorium haben. Ich habe gesagt, wissen Sie, was das Beste ist? Dass Sie meine nehmen, ich nehme die mal raus. »64 Jahre mache ich das mit den Schminken.« Hinten der ganze Schrank, ist alles Schminke, Fettschminke, Wasserschminke. Ne? Unser Renner ist künstliches Blut. Die haben mich sogar neulich mal vom Rheinland her angerufen und haben gesagt, ja, wir brauchen unbedingt arterielles Blut und das haben wir hier unten nicht. Ich sag, wie bitte? Ein gutes Schminkengeschäft hat kein arterielles Blut. Naja, okay, dann haben wir das gemacht und dann haben wir denen das hingeschickt. Ne? Ich habe einzelne Produkte, da habe ich ein Jahr lang dran rumexperimentiert. Dann rief ein Maskenbildner an und sagte, ein klein bisschen mehr braun, ein klein bisschen mehr rot und ein klein bisschen mehr und so. Ne? Die Bilder, das habe ich mir alles dann geben lassen. Ne? Die waren alle hier, ja. Ich habe ja mitten im Krieg Abitur gemacht. Damals waren ja ein großer Prozentsatz alles Frauen in der Uni. Ne? Die Männer waren an der Front. Da kamen ja auch nicht mehr alle zurück. Die Grindelallee war nur ein Trümmerstück. Da gab es nichts. Keine Geschäfte und sonst was. Mein Vater, der hat mir das ausgesucht. Der sagt, du kannst mit Menschen gut umgehen, du kannst die Verbindung herstellen und das alles und das Fachliche. Da hat er recht gehabt. Jetzt war eine Weile, war hier immer in Beige-Töne. Das fand ich gar nicht mal so hübsch. Es, ne? Muss so ein bisschen leuchtender sein. Ne? Und jetzt kommt Pink.